Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frische Filme hier bei Fred Carpet. Und ich habe mir diese Woche eine oder habe mich diese Woche eines Themas angenommen, das von sehr, sehr vielen Leuten gefragt wurde und um das ich mich immer ein bisschen drumherum gewunden habe, einfach weil es mehr ein Gag war und sich dieser irgendwann verselbstständigt hat. Aber dann habe ich mir überlegt, eigentlich kann ich dieses Thema wirklich mal angehen. Denn die Rede ist natürlich von den Pferdefilmen. Und ich habe mir mal angeschaut, was es in diesem Segment, also in Filmen oder im Bereich Filme, in dem Pferde eine nicht unwichtige Rolle spielen, was es da alles so gibt, und habe dann meine liebsten 10 Filme bzw. Filmreihen gerankt und habe, das kann ich vorweg sagen, mal so ein bisschen out of the box geguckt. Denn ich habe nicht sowas wie Seabiscuit dabei oder sowas wie Hidalgo dabei oder sowas wie Gefährten dabei, denn das sind auch Pferdefilme, natürlich Pferdeflüsterer, ganz kleiner der Klassiker. Aber mir ging es darum, mal zu gucken, eher bei den Filmen, bei denen ich jetzt sagen würde, die kennen vielleicht nicht so viele und vor allem, die sind ganz anders, als man sie sich wahrscheinlich auf den ersten Blick denken würde. Und ich denke, ich habe eine interessante Mischung zusammengestellt und möchte dann an dieser Stelle loslegen und wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei diesen Top 10. Platz Nummer 10 geht an einen relativ neuen Film, nämlich an John Wick Kapitel 3. Jetzt werden wahrscheinlich viele von euch sagen, what, John Wick ist doch kein Pferdefilm. Genau darum geht es aber. Auf meinem Platz 10 soll dieser Film nämlich stellvertretend für all die Filme stehen, in denen Filme oder in denen Pferde eine Szene in gewisser Weise bereichern, die nur mit Pferden möglich wäre, die Pferde von einer ganz anderen Seite zeigen. Dazu gehört eben John Wick Kapitel 3. Wir erinnern uns daran, dass John Wick in einer Szene Pferde quasi als Killermaschinen missbraucht und dafür sorgt, dass diese mit gezielten Tritten beispielsweise die Gegner ausmerzen. Dazu gehören auch noch Filme wie Town Creek beispielsweise, ein Horrorfilm von 2009 mit Michael Fassbender, in der ein Zombie-Pferd zu sehen ist. Dazu gehört jetzt gerade aktuell auf Netflix Plagi Breslau, die Seuchen Breslaus, in der 2 Pferde für eine Folterszene gebraucht werden und so weiter und so fort. Das ist also der Bereich, bei dem ich sage, natürlich ist John Wick so gesehen kein Pferdefilm. Pferde sind hier nicht insgesamt Teil der Handlung, sondern sie werden nur, oder erzählerischer Teil der Handlung, sondern sie werden für eine gewisse Szene genutzt, aber diese sind dann eben wahnsinnig gut, wahnsinnig, ja, stark anzusehen. Und deshalb habe ich einfach mal auf Platz 10 gesetzt, relativ unerwartet. John Wick Kapitel 3 in meiner Top 10 Pferdefilme. Stehen mir eure Dienstleistungen immer noch nicht zur Verfügung? Was brauchst du? Waffen. Und zwar viele Waffen. Auf Platz 9 habe ich einen Film gesetzt, wo ich mich direkt ein bisschen widerspreche zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Denn hier kommt dann eben doch ein Vertreter dieser klassischen Pferde-Rennfilme ins Spiel. Die Rede ist von Ride Like a Girl. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hierzulande auch auf DVD, Blu-ray und im Stream erschienen. Mit Theresa Palmer in der Hauptrolle, einer Darstellerin, die ich sehr, sehr mag und bei der ich sehr, sehr schade finde, dass sie selten in Kinofilmen zu sehen ist. Unter anderem bekannt für ihre Hauptrolle in dem Horrorfilm Lights Out. Und sie spielt in Ride Like a Girl einen weiblichen Jockey, der es als erstes gelungen ist, den sogenannten Melbourne Cup, ein sehr, sehr hochdatiertes Pferderennen, zu gewinnen, nachdem bis dato in einer mehreren hundertjährigen Tradition immer nur Männer diesen Wettkampf gewonnen haben. Und dieser Film, auch wenn er, was Sportfilme angeht, recht schematisch verläuft und man eigentlich so ziemlich genau die einzelnen dramaturgischen Stationen dieses Films im Vorhinein kennt, hat mir dann doch in dieser großen Ansammlung an Pferderennenfilmen, zu der ja beispielsweise auch Seabiscuit gehört oder Secretariat, also diese ganz, ganz typischen, die man halt eben kennt, der sticht da so ein bisschen raus, denn weshalb ich Pferderennenfilme grundsätzlich nicht so mag, ist diese wahnsinnige Romantisierung. Denn eigentlich ist Pferderennen natürlich ein wahnsinnig streitbarer Sport, in dem ja der Tierschutz
nicht immer an erster Stelle steht, indem die Pferde mit 2 Jahren bereits zugeritten werden, obwohl sie noch überhaupt nicht ausgewachsen sind und dann mit 4, 5 Jahren in der Regel dann schon kaputt geritten sind und wo sehr, sehr harte Methoden bisweilen angewandt werden. Und das fällt in solchen Filmen, in denen dann ein Pferd im Mittelpunkt steht, wo auf ein großes Rennen hingearbeitet wird, das dann als großer finaler Höhepunkt angesehen wird. Das wird da immer sehr, sehr stark unter den Tisch fallen lassen. Deshalb bin ich von diesem Film, nehme ich da eher Abstand. Aber Ride Like a Girl war dann eben ein Film, in dem es A um den Menschen geht. Und ich finde, das ist in Ordnung, in so einem Film dann eben auch den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, der sich dieser Thematik sehr, sehr bewusst ist und wo eben nicht die Romantisierungskeule geschwungen wird und wo eben auch die Schattenseiten, die Härten dieses Sports sehr in den Mittelpunkt gerückt werden bisweilen. Und das hat mir an Ride Like a Girl insgesamt gut gefallen. Und deshalb, ich würde sagen, wenn jemand in diese Richtung gehen möchte, soll er sich anstatt Secretariat oder Seabiscuit gerne mal Ride Like a Girl anschauen, auch wenn er, wie gesagt, im Sportfilmbereich dann doch eher schematisch verläuft. Deine Karriere läuft gut hier in der Gegend. Ich will keine gut laufende Karriere in der Gegend. Ich will Gruppe 1 Rennen reiten. Ich will die Beste sein. Das ist doch Wahnsinn. Geh auf Reisen, heirate, krieg Kinder. Ihr sagt doch auch nicht euren Ehemännern, sie sollen aufhören. Auf Platz 8 möchte ich mich ein bisschen in den Dokumentarfilmbereich begeben. Denn es gibt natürlich ganz, ganz viele Dokumentationen über alle möglichen Pferde, über alle möglichen Pferderassen. Wildpferde, auch so ein Thema, das sehr, sehr oft gerne aufgegriffen wird. Das setzt aber gerne mal voraus, dass man mit diesem Thema Pferde und Reitsport schon immer in eine gewisse Beziehung haben sollte, um das Ganze halbwegs interessant zu finden. Es gibt aber auch Filme in dem Bereich, bei dem ich sage, selbst wer nicht unbedingt in dieser Hinsicht in irgendeiner Form einen Zugang schon hat, der sollte sich diesen Film trotzdem mal anschauen. Und ich gehe hier auf die Dokumentation von, ich glaube, 2011 oder 2012 in der Richtung kam die raus, Buck, der wahre Pferdeflüsterer, hierzulande auf DVD erhältlich. Und es geht um den Pferdeausbilder und ja, Flüsterer, wenn man so will, Buck Brenneman, der unter anderem einer der Berater war von Robert Redford in Der Pferdeflüsterer, neben Monty Roberts unter anderem. Und worum es geht in der Doku, natürlich einerseits um Buck Brennemans Arbeit mit den Pferden, wie er es schafft, Problemfälle zu heilen und sich deren anzunehmen. Aber er erzählt eben auch sehr, sehr viel über die Psychologie des Menschen und darüber, wie Menschen die Pferde spiegeln, genauso wie andersrum. Und das ist wahnsinnig beeindruckend, zumal es in diesem Film eine Szene gibt, wo halt eben auch, und das ist auch bei diesem Film sehr, sehr wichtig, wo nichts beschönigt wird, wo man da sitzt und den Atem anhält und denkt, Scheiße, in welche Richtung geht das jetzt? Und es ist ein sehr, sehr berührender Film. Man guckt ihn sich an und ich bilde mir ein, man geht auf jeden Fall deutlich schlauer über das Wesen des Menschen vor allem aus diesem Film raus. Es gibt ganz, ganz tolle Aufnahmen für Pferdefans, vielleicht nicht ganz unwichtig, eben auch von der sehr, sehr sanften Arbeit dieses Ausbilders mit den Tieren. Und deshalb möchte ich den sehr, sehr gerne euch mal ans Herz legen. Schaut euch mal Buck, der wahre Pferdeflüsterer, an, denn man sieht da eben, es geht nicht um irgendwelche Magie. Diese ganzen Pferdeausbilder, die von sich sagen, wir verstehen das Pferd und wir können flüstern, blablub, was ja auch gerne so nach außen getragen wird, das stimmt nicht. Pferdeflüsterei ist eine Ausbildung, sozusagen eine Art Ausbildung, wo man wirklich die Sprache, die Körpersprache der Pferde zu verstehen lernt und mit ihnen arbeitet und nicht gegen sie. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Schaut euch ihn unbedingt mal an. Buck, der wahre Pferdeflüsterer, wie gesagt, unter anderem auf DVD erhältlich. Ich weiß gerade nicht, ob er streambar ist irgendwo. Findet ihr aber bestimmt auch selbst heraus. Das zum ersten Mal zu sehen war unglaublich. Es hat mich einfach umgehauen. Am Anfang dachte ich, was ist denn das für ein Voodoo-Zeug? Er geht in den Roundpen und 5 Minuten später läuft ihm das Pferd wie ein Hund hinterher. Alles, was ihr mit einem Pferd macht, ist ein Tanz. Was mich immer schockiert hat, war, dass man von Anfang an lernt, dass man Pferde brechen muss. Man begreift gar nicht, wie schlimm das ist, bis einem jemand einen anderen Weg zeigt. Auf Platz 7 habe ich einen Film, bei dem ich jetzt noch weiß, dass damals meine Kritik zu dem Film besser geklickt oder mehr Klicks hatte als Zuschauer in den deutschen Kinos, was sehr, sehr bedauerlich war. Denn es ist ein ganz, ganz toller Film, den keiner kennt, möchte ich behaupten an dieser Stelle. Denn die Rede ist von Jappeloup,
einem französischen Film über das gleichnamige Springpferd, das vor vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich im Sport war. Jetzt möchte man denken, ja gut, Film über ein Springpferd, meinetwegen, was ist daran jetzt irgendwie spannend? Auch hier gilt so ein bisschen wie bei Ride Like a Girl schon, der ist dramaturgisch recht vorhersehbar. Es ist ein Sportfilm, es geht um dieses typische, keiner hat dran geglaubt und am Ende wird es dann doch noch ein Erfolg. Das ist immer das Gleiche, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Was ich an dem Film aber so mag, ist, dass er mit sehr wenig Mitteln sehr, sehr authentisch erzählt ist, der ganz, ganz toll aussieht. Der so fast, da hat Hollywood-Flair, obwohl es eine französische Independent-Produktion ist. Und es ist wirklich dieses, was ich vorher, ich kannte das Pferd vorher nicht tatsächlich und dann wurde mir nach und nach bewusst, dass ich hin und wieder schon mal darauf gestoßen bin, aber gar nicht so richtig mir der Geschichte bewusst war. Es geht eben um ein Pferd, das viel zu klein war für den großen Sport, das kleiner war als die Sprünge, über die es später gesprungen ist, das schlecht bemuskelt war, das einfach von der mentalen Einstellung aber so überragend war, dass man gesagt hat, okay, alles spricht gegen den Erfolg dieses Pferdes im großen Sport, aber trotzdem möchten wir uns dessen annehmen und dann ist es halt so eine typische Erfolgsgeschichte, unter anderem mit Guillaume Canet mit dabei in einer der Hauptrollen und ich finde den Film wirklich richtig gut, also schaut da mal rein. Ich denke, dass man da nicht enttäuscht wird. Und wie gesagt, auch wenn er ansonsten recht schematisch verläuft, hat man in diesem Segment halt eben gerne mal so richtig rausstechen, tun da eben wenig Filme. Aber wie gesagt, ich denke, Jablou kann man sich gerne mal angucken und ich wette, ihr kennt ihn noch nicht. Der Fortschritt, den du mit diesem Pferd gemacht hast. Die Freude, die du vielen Menschen bereitet hast, vor allem deinem Vater. Sag mir, ist das der Vater meines Kindes? Ein Feigling, der aufgibt, ohne zu kämpfen? Er braucht ihr Vertrauen und sie das seine. Deshalb verweigert er sich. Und wenn ich bereit bin zu lernen, würdest du mir helfen, sein Vertrauen zu gewinnen? Gehen wir für Platz 6 mal in eine Filmreihe, bei der wahrscheinlich viele Leute mit den Augen rollen werden. Ich kann sie aber einfach nicht unerwähnt lassen, weil sie das Genre des Pferdefilms oder gerade dieses Pferdemädchenfilms, das sehr, sehr lange auf den Heimkinomarkt konzentriert war, weil es im Kino einfach keiner mehr sehen wollte, dem neues Leben eingehaucht hat. Zumindest mit einem wahnsinnig tollen ersten Teil. Darauf folgten viele Trittbrettfahrer, unter anderem die Wendy-Filme, die vor allem Teil 1 ganz grauenvoll waren oder auch der Immenhof-Film. Aber mit dem fing alles an, 2013, mit Ostwind, der mittlerweile dieses Jahr wäre eine vierte Fortsetzung rausgekommen, Fortsetzung nach sich gezogen hat und diese typische Geschichte erzählt von einem Mädchen, eher ein bisschen schwer erziehbar, soll nach einem vermeintlichen Brandanschlag in ihrer Schule aufs Land zu der Großmutter, die einen Pferdestall oder ein Gestüt führt und dort lernt sie halt eben ein Pferd kennen, das mindestens genauso schwer erziehbar ist wie sie selbst. Und so profitieren die beiden gegenseitig voneinander. Es entsteht eine sehr, sehr tolle Freundschaft. Jetzt möchte man sagen, ja gut, typischer Pferdemädchen-Kitsch kann ich in gewisser Weise auch verstehen. Der Film ist nicht frei, gerade so in seiner musikalischen Untermalung von diesem typischen Kitsch. Aber gleichzeitig, und da gebe ich jetzt mal Einblick in etwas, was mir persönlich passiert ist, ich kann mich wahnsinnig gut mit diesem Mädchen identifizieren, weil der Film authentisch ist. Und zumindest, und deshalb muss ich es ganz klar auf den ersten Teil beschränken, weil es wird dann ab Teil 2 immer so ein bisschen konstruierter und dann diese typischen Szenarien, wir müssen ein Pferdeturnier gewinnen oder ein Reitturnier gewinnen, damit wir den Stall retten. Diese ganzen typischen Versatzstücke dieses Genres kommen ab Teil 2 dann dazu. Aber in Teil 1, diese Verbindung zwischen den beiden mit ganz, 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 ganz tollen Aufnahmen, die Katja von Garniers Kameramann hier kreiert, das ist so nah an den Figuren dran. Das ist so pur und wirklich wahnsinnig toll. Und ich kann da nur sagen, wer sich von diesem Pferdemädchenfilm einen wirklich guten angucken muss oder auch nur mal einen, einfach um zu wissen, worum das geht, dann guckt den ersten Ostwind, vergesst alle Fortsetzungen, vergesst alle Trittbrettfahrer, vergesst die ganzen Filme, die direkt auf DVD erschienen sind, wie Flicker und dieser ganze Kram. Ostwind ist da wirklich das Paradebeispiel. Der ist toll inszeniert, hochwertig bebildert, mit tollen Filmpferden ausgestattet, die ganz, ganz toll ausgebildet sind und mit hochwertiger Besetzung, unter anderem mit Jürgen Vogel dabei. Und Ostwind muss hier erwähnt werden, denn der erste Teil ist wirklich wahnsinnig gut. Ich weiß, ich sehe komisch aus. Du aber auch.
Bleiben wir noch ganz kurz in dem Bereich, in dem es um ein Mädchen und ein Pferd geht, aber kommen wir weg von dem Kitschigen und gehen zu Rock My Heart auf Platz 5. Ein Film, den ich ganz gerne so ein bisschen beschreibe als, ja, Ostwind natürlich, aber vor allem, wenn Ostwind auf das Schicksal ist, ein mieser Verräter trifft, dann hat man Rock My Heart. Ich komme auch gleichzeitig bei dem Film zurück auf das, was ich zu Ride Like a Girl gesagt habe, denn der Film handelt von einem todkranken Mädchen, das ein Rennpferd kennenlernt und aus mehr oder weniger Langeweile, aber auch so ein bisschen aus Ehrgeiz heraus beschließt sie, dieses nicht reitbare Rennpferd auf ein Pferderennen vorzubereiten. Und sie möchte gleichzeitig auch selber der Jockey sein, weil sie es ihrem Umfeld, das sie für todkrank abstempelt und ihr nie was zutraut, weil sie es ihrem Umfeld beweisen will. Und ein sehr herzzerreißender Film. Auch hier, wie gesagt, bei Ride Like a Girl, weg von diesem ganzen Kitsch. Wirklich auch die Probleme des Rennsports total ernst genommen, bisweilen vollkommen weg. Also ich würde den Film nicht mit kleinen Mädchen gucken, auf gar keinen Fall. Weil man doch sehr desillusioniert so ein bisschen da rausgeht, wenn man so Filme wie Seabiscuit eben kennt. Weil da halt, es geht um den Sport, es geht um natürlich auch die Beziehung zwischen Mädchen und Pferd. Aber das ist hier bei Rock My Heart wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination. Der Film nimmt einige Wendungen, mit denen man nicht rechnet, die sehr konsequent sind für einen Film aus diesem Genre. Und wie gesagt, ich nehme Das Schicksal ist ein mieser Verräter, den ich ganz, ganz großartig finde, nicht umsonst hier als Vergleich mit rein, weil der Film das absolut verdient hat. Und deshalb für mich recht wichtig, den hier zu nennen, weil ich auch glaube, dass den wenige von euch kennen, Rock My Heart mit unter anderem, sehr, sehr wichtig, Didi Hallervorden in einer recht großen Nebenrolle. Kann man sich sehr gut angucken und würde mich freuen, wenn ihr auch Rock My Heart vielleicht demnächst mal eine kleine Chance gibt. Wieso muss bei dir alles so anstrengend sein? Versuch's doch mal mit Fernsehgucken oder Stricken. Spießer. Auf Platz 4 möchte ich eine Reihe nennen und da dann insbesondere den dritten und den vierten Teil herausheben, von der ich auch behaupte, viele Leute würden an den Film sehr, sehr viel Spaß haben, wenn sie sich von dem Image, das vielleicht von der Grundlage, die dieser Reihe zugrunde liegt, so ein bisschen oder wenn sie sich davon nicht abschrecken lassen würden. Die Rede ist von Bibi und Tina von Detlef Buck. Detlef Buck hat die Reihe, die ja ursprünglich mal eine Hörspielreihe war, zu der es auch Zeichentrickfolgen gibt, die beide sehr, sehr kindgerecht sind. Ab 5 Jahren sind sowohl die Hörspielreihe als auch die Zeichentrickfolgen sogar ab 0 Jahren freigegeben. Das ist sehr kindgerecht und geht so hin, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, also man weiß schon, okay, das ist wirklich eher für Kinder. Dann hat aber Detlef Buck die Vorlage genommen und einen Meta-Spaß daraus gemacht, der auf der einen Seite die jüngeren Zuschauer absolut begeistert, mit knalligen Farben, mit eingängigen Popsongs, mit natürlich auch viel Humor, mit Slapstick, auch mit den Figuren, die man kennt aus der Vorlage. Und dann ballert der mit jedem Film mehr Meta-Humor da rein, geht auf noch mehr Gags, auch für Erwachsene, betrachtet dieses ganze Konstrukt dieser ja eigentlich bisweilen durchaus hanebüchenden Vorlage, betrachtet das von oben und kommentiert es gleichzeitig. Und ab dem vierten Film, ursprünglich wollte er 3 drehen, er hat dann der aktuellen politischen Lage so ein bisschen zufolge einen vierten Teil hinten dran gehängt. In Teil 4 greift er dann auch noch ein wirklich heißes Eisen auf und bereitet es sehr, sehr kindgerecht vor, indem er sich der Flüchtlingsthematik annimmt und da auch so ein bisschen Donald Trump mit reinholt in das Ganze und Vielfalt predigt in positiver Form. Und da merkt man, das Ganze ist politischer, als man denkt. Es ist erwachsener, als man denkt. Es ist meta-humoristischer, als man denkt. Es ist einfach tausendmal besser, als man denkt. Die Pferde, weswegen diese Reihe dabei ist, die spielen hier tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle. Ich habe die Reihe jetzt trotzdem mal mit reingenommen, weil sie natürlich immer mit Pferden in Verbindung gebracht wird. Was ganz klar ist, die beiden Mädels, die hier im Mittelpunkt stehen, Bibi und Tina, die reiten permanent. Es gibt, ich weiß gerade nicht, welcher Film das ist, ich glaube der zweite oder der erste vielleicht sogar, da geht es dann auch erzählerisch um ein Pferd, das gerettet werden muss. Es werden Reitturniere abgehalten, es wird um die Wette geritten. Also Pferde kommen auf jeden Fall drin vor. Es ist aber weniger Pferdefilm einfach, als man es von anderen Sachen denkt, weil sie inhaltlich nicht oft im Mittelpunkt stehen, außer wie gesagt in dem einen Fall. Und
Ja, ich finde, die Reihe wäre zum Beispiel auch im Erwachsenenalter noch Fan von den Highschool-Musical-Filmen ist. Der wird an Bibi und Tina unfassbar viel Spaß haben. Der wird die Songs nicht mehr aus dem Kopf bekommen und der wird denken, wow, Hut ab, was Detlef Buck hier gemacht hat. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass, obwohl Detlef Buck auch dafür zuständig ist, er in der Serie, die jetzt seit kurzem bei Amazon Prime zu sehen ist, dass er da total auf die Bremse drückt. Also wer jetzt sagt, ja gut, ich gucke da mal rein, fange vielleicht mit der Serie an, auf gar keinen Fall. Wenn ihr erwachsen seid und Bock auf so absoluten Gaga-Humor und Wahnwitz und so weiter habt, dann guckt euch die Filme an. Ihr werdet von der Serie enttäuscht sein. Die Serie greift leider den Wahnwitz der Filmvorlagen überhaupt nicht auf. Aber die Filme sind wirklich, machen wahnsinnig viel Spaß und deshalb guckt euch bitte die Bibi und Tina-Reihe an. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass das eigentlich auf einer Kinderserie basiert, denn davon ist in den Filmen nicht mehr wirklich viel übrig. Auf Platz 3 kommen wir zu einem Film aus dem Jahr 2017, der in den USA unter dem Label A24 herausgekommen ist und ich hoffe sehr, dass dieser Film in naher Zukunft dann auch mal deutsche Gefilde erreicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der zu Amazon Prime vielleicht geht. Die Rede ist von Lean on Pete mit Steve Buscemi in einer Nebenrolle und Charlie Plummer in der Hauptrolle. Eines Jungen, der ein Rennpferd kennenlernt, nämlich ein Pferd namens Lean on Pete, deshalb der Titel. Und ja, die Figur des Charlie Plummer ist selber mit seinem Leben oder ist selber mit ihrem Leben unzufrieden. Aber er findet irgendwie eine gewisse Faszination für dieses Pferd, das er kennenlernt. Und er nimmt sich vor, mit diesem Pferd auszureißen. Und die beiden unternehmen einen Fußmarsch durch das US-amerikanische Hinterland und werden so ein bisschen zu Leidensgenossen, weil keiner möchte die beiden. Und so finden sie Halt beim jeweils anderen. Klingt kitschig, ist es aber ganz und gar nicht. Und ich möchte bei diesem Film wirklich vorab warnen, guckt euch diesen Film nicht mit Kindern an. Denn selbst mich haben gewisse Entscheidungen in diesem Film sehr hart getroffen. Es geht komplett weg davon, dass es ein Pferdefilm, ich nehme Pferdefilm als Begriff immer so ein bisschen für dieses mit Vorbehalten, dieser vorbehaltliche Begriff für Mädchen-Kitschfilme, so. Davon geht er komplett weg, sondern es ist eine ernsthafte Charakterstudie, die überhaupt keine Kompromisse macht, die sehr hart mit ihren Figuren ins Gericht geht. Und das bedeutet vielleicht auch, dass Entscheidungen im Skript gefallen werden, die man nicht kommen sieht und die einen hart treffen, so wie mich. Und es ist aber wirklich ein toller Film, der mit sehr, sehr wenig Handlung tatsächlich, weil so viel passiert in dem Film eigentlich nicht, sehr viel erzählt. Es ist eine ganz, ganz tolle Symbiose aus diesen beiden Figuren, die sich auch hier wieder gegenseitig Halt geben. Eine sehr, sehr melancholische Charakterstudie und gleichzeitig auch ein Film, der mit ganz, ganz tollen Panoramen besticht, der hervorragend aussieht, der super gespielt ist. Und ich glaube, dass es zur Entschleunigung wirklich ein ganz, ganz toller Film ist. Aber wie gesagt, macht euch darauf gefasst, der trifft einen bisweilen ziemlich hart in die Magengrube. Lean on Pete für mich auf Platz 3. It's gonna be okay. I promise. Auf Platz 2 kommt für mich ein Film, der ebenfalls leider wie Lean on Pete auch noch nicht in Deutschland erhältlich ist. Und so langsam muss das irgendwie mal passieren, denn der Film ist wahnsinnig toll. Die Rede ist von The Mustang, in dem Matthias Schönertz einen Häftling spielt, basierend auf wahren Ereignissen, der noch sehr, sehr lange in Haft sein muss und das unter anderem durch seine regelmäßigen Wutausbrüche auch nicht weiter in die Länge oder da besteht keine Aussicht darauf, dass die Zeit im Knast schneller vorbei sein könnte. Er ist auch wegen Gewaltdelikte eben in Haft. Und er hat aber die Möglichkeit, die Zeit hinter Gittern mit Pferden zu verbringen. Es gibt ein Therapieprogramm, wo Häftlinge mit wilden Pferden arbeiten sollen. Und genau dieses Therapieprogramm stellt der Film eben in den Fokus, mit der Figur von Matthias Schönertz im Mittelpunkt. Und es ist ein sehr leises Drama. Es ist ein Film, wo ich auch sagen würde, ja gut, handlungstechnisch reißt da jetzt nichts raus. Denn man muss ja schon so ein bisschen sagen, wir haben die Wildpferde, die gefangen genommen wurden auf der einen Seite, wir haben die Häftlinge auf der anderen Seite. Also dieses typische gleich und gleich gesellt sich gern,
Auch viel Symbolik da drin, weil mächtige Leute oder eben mächtige Tiere hinter Gittern, sollte das so sein? Warum sind die hinter Gittern, obwohl sie was getan haben, die Tiere nicht? Das ist schon sehr symbolisch, sehr offensichtlich auch alles, aber es ist wunderschön. Und der Film funktioniert über so kleine Gesten und ist so klug beobachtet, auch so fachlich korrekt beobachtet. Da wird auch wieder nichts beschönigt und es ist doch dann bisweilen von so einer Romantik geprägt, weil dieser Austausch zwischen Mensch und Pferd, zwischen diesem bulligen Matthias Schönertz und diesem eigentlich so zarten, viel, viel schwereren Pferd, das ihn jederzeit ja umrennen könnte und aber das dann doch nicht macht und wie man dann merkt, wie diese einzelnen Charaktere sich plötzlich annähern und das ist schon wahnsinnig toll. Und The Mustang greift gleichzeitig auch Thematiken auf, wie Gewalt und auch im Pferdebereich dann Jagd und so weiter. Das ist schon, ja, ein richtig, richtig toller Film. Ich hoffe sehr, dass der Film demnächst erhältlich ist. Es ist natürlich immer blöd, einen Film vorzustellen, den man selber nicht sehen kann. Wer die Möglichkeit hat, auf einen US-amerikanischen iTunes-Account zuzugreifen, der kann sowohl The Mustang als auch Lean on Pete, der auch in den USA und ich glaube in Großbritannien auf Blu-ray mittlerweile erschienen ist, da habe ich den gesehen, der kann sich über diese Wege diese Filme zukommen lassen. Und The Mustang, ganz, ganz toller Film. Auch wieder komplett weit weg vom Pferdekitsch. Schaut euch ihn unbedingt an. I've worked with horses a long time. Some you can break, and some you can't. There you go. I was a kid, and you left me alone. It was an accident. You think riding horses can change anything? I'm not who I used to be. I'm listening. Kommen wir auf Platz 1, aber nun zu einem Film, den wirklich jeder gucken kann, weil er in Deutschland schon erschienen ist. Er war hierzulande auch im Kino zu sehen und ich habe lange überlegt, kommt der Film auf die 1 oder The Mustang? Ich fand es dann aber ganz gut, einen Film auf die 1 zu setzen, der leichter zu erhalten ist, aber die beiden Filme nehmen sich gegenseitig absolut nichts. Die Rede ist von The Rider, einem Film, der erzählt von einem Pferdetrainer, für den das, die Arbeit mit dem Pferd wirklich alles ist, der darin seine Berufung findet, der darin ein riesengroßes Talent hat, mit den Pferden arbeiten zu können, auch ihre Sprache, ihre Körpersprache spricht, mutig ist, eben einfach für ihn ist Reiten, Reitsport, Pferdeausbildung das absolute Leben, bis er irgendwann einen Unfall hat und das nicht mehr tun darf und sich dann überlegen muss, setze ich mich über das Verbot der Ärzte hinweg, also über den Rat verbieten, in dem Sinne können sie es ihm ja nicht, setzt er sich darüber hinweg und riskiert jedes Mal bei der Arbeit mit Pferden sein Leben oder gibt er seine Passion auf? Und das Ganze basiert auf wahren Figuren, teilweise auch spielen diese wahren Figuren auch sich selber in dieser aber ansonsten fiktionalen Aufbereitung der Ereignisse. Und was hier gezeigt wird an Arbeit mit dem Pferd, an Verbindung zwischen Mensch und Pferd, das Ganze dann aber verpackt in ein Charakterdrama, das uns als Zuschauer mit den Themen Leidenschaft, mit den Themen Sicherheit, mit ja, Familie, mit ganz vielen anderen Sachen konfrontiert, mit Freundschaft. Das ist ganz, ganz großes Kino mit Bildern aber dabei, die man sieht, die selbst ich noch nicht gesehen habe. Und ich habe sehr, sehr viel zum Thema Pferde gesehen. Mich hat das unfassbar mitgenommen. Der Film ist toll gespielt dafür, dass ein Großteil der Leute in dem Film Laiendarsteller sind. Großartige Kameraaufnahmen von einer Regisseurin, von der ich wahnsinnig gerne mehr sehen möchte. Und ich kann nur sagen, The Rider, einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ganz, ganz toll. Ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, auch von Leuten, die nichts mit Pferden am Hut haben und die dann aber auch sagen, ey, das war ein Film, der hat mich umgehauen.
Und deshalb für mich auf Platz 1 The Rider. Ich hoffe sehr, sehr doll, dass euch dieses Ranking gefallen hat und dass euch das Ranking vielleicht auch so ein bisschen erklärt hat, was ich durchaus faszinierend an Pferdefilmen finde. Weshalb ich finde, dass man auch, wenn man mit den Tieren eher nichts am Hut hat, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, imposant sind die ja so oder so, egal ob man jetzt reitet oder nicht, dass man vielleicht wirklich mal Blicke riskieren sollte in Filme, die einem bislang eher verborgen geblieben sind. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Alles Weitere zu dem Ranking heute findet ihr natürlich wie immer weiß auf schwarz bei fredcarpet.com. Lasst gerne ein Like und auch unter diesem Video da, wenn euch das gefallen hat. Ihr findet alles Weitere natürlich wie immer in den sozialen Netzwerken, wo wir vertreten sind, bei Instagram, Twitter, Facebook und Co. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer, wenn ein neues Video auf diesem Kanal erscheint, informiert werdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zu einem weiteren Ranking. Bis dahin, tschüss! I believe God gives each of us a purpose. For the horse is to run across the prairie. Go, man, man, where is he? For cowboys to ride.